Ja, herzlich willkommen zur Abschlusswoche des MOOCamp 20. Wie schnell die Zeit vergeht. Wir sind schon fast wieder auf der Zielgeraden. Eine Woche haben wir noch. Wir machen das ja bei den MOOCs immer so. Es gibt eine Auftaktwoche und auch eine Abschlusswoche. In der Auftaktwoche überlegt ihr euch, was so euer Ziel ist. Organisiert euch in Lerngruppen. Dann durchlaufen wir die Themenwochen. Dieses Mal 4 Stück mit 4 Unternehmen, wo viel gelernt wurde, viel passiert ist. Dieses Mal auch erstmals mit Barcamp-Sessions noch dazu. Und wie ihr hoffentlich in meinem geteilten Bildschirm seht, geht es uns in der Abschlusswoche jetzt darum, das alles so ein bisschen zu reflektieren, zusammenzufassen, zu gucken, was kam denn da raus, vor allen Dingen auch zu schauen, was haben wir gelernt, was unsere Arbeit im Corporate Learning jetzt in Zukunft in den Regionalgruppen, in den Unternehmen beeinflusst, also was ist neu, was haben wir gelernt. Wie wir uns das genau vorgestellt haben in der Woche, das werden wir im Lauf dieser Session heute zusammenfassen. Es gibt natürlich wieder eine Seite dazu mit der ganzen Anleitung. Aber wir haben auch einige Menschen sozusagen aus dem Organisationsteam des MOOCamps hier, die entweder generell die Struktur mit organisiert haben, wie der Jochen zum Beispiel oder ich, oder die Themenpaten waren, wie der Karl-Heinz, wie der Volkmar. Charlotte habe ich gerade noch gesehen aus dem Kernteam. Und bevor wir jetzt so ein bisschen einsteigen, wie wir die Woche aufgebaut haben, wie die ablaufen wird, würde ich euch einfach mal den Ball zuschmeißen und mal in die Runde fragen, was sind denn so eure Erfahrungen? Die meisten von euch haben ja mindestens einen, viele von euch auch schon die anderen beiden MOOCs mitgemacht in 2015, 2017. Was ist denn bei euch so hängen geblieben? Was sind die Erfahrungen? Wie ist es gelaufen? Vielleicht der Karl-Heinz zuerst, weil du hast heute früh schon so eine schöne Übersicht geschickt, da könnte man mal mit einsteigen. Ja, also ich fand es schon mal ganz verrückt, dass dieser genauso viele Anmeldungen hatte wie der davor. Der CL 2025 hatte 1200 Leute, die sich für den Newsletter angemeldet haben, und genau die Zahl haben wir jetzt auch wieder erreicht. Wobei sicherlich mehr mitgemacht haben. Ich weiß von einigen, dass sie sich nicht angemeldet haben und trotzdem in einigen Wochen dabei waren oder anderen über die Schulter geschaut haben, die dann bei der Live-Session dabei waren. Und dann gab es aber ein paar Unterschiede. Ich habe irgendwie festgestellt, dass diesmal auf Twitter ganz wenig los war. Und das ist neu. Wir hatten bisher Twitter so als unseren Hauptkanal. Und diesmal war irgendwie Twitter nur von ganz wenigen und relativ selten mal bedient. Aber nicht nur Twitter, sondern auf Xing haben wir ja auch so eine Gruppe Corporate Learning Community. Und dort haben wir ein Forum extra für dieses MOOCamp eingerichtet. Und auch da passierte gar nichts. Ähnlich auf der LinkedIn-Seite, da haben wir auch so eine Corporate Learning Community-Seite. Und da gab es ein paar Beiträge, insbesondere so ein paar Sketchnotes, die sind da schön untergekommen, aber gemessen an der Vielzahl der Teilnehmer ist es natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wo aber ganz viel passierte, das war diesmal Telegram. Und das freut mich, dass da wirklich viel gemacht worden ist. Aber Telegram ist natürlich nicht für Fremde lesbar. Da muss man sich angemeldet haben, muss man in diese Gruppe gegangen sein. Es ist nicht so öffentlich. Und relativ viel Diskussion gab es diesmal auch auf Discuss, also auf den WordPress-Seiten, auf unserem Blog immer unten. Und eigenartigerweise am wenigsten Discuss-Besprechungen gab es in der letzten Woche. Aber auch das war ein sehr interessantes Experiment, denn hier gab es so Lernpfade, die einige durchgearbeitet haben, und die Lernpfade waren offensichtlich nicht so gedacht, dass man da sich mit anderen ganz viel austauscht, was ja sonst bei uns immer so üblich ist, und so hat sich es halt ganz anders gezeigt. Also man kann mal sehen, man kann sehr wohl steuern, wie Leute so vorgehen, und auch das war ja ein interessantes Experiment. Ja, aber zu der Frage, warum denn auf Twitter und auf den sozialen Medien so wenig passiert ist, auch von Blogs habe ich glaube, ich habe nur einen einzigen Blog gesehen überhaupt bisher, der sich mit dem MOOCamp beschäftigt hat, gar nichts gesehen. Diese Frage würde ich ganz gerne mal an die Community stellen. Was war denn diesmal anders, weshalb ihr so wenig auf Twitter und anderen Medien unterwegs wart? Ich habe es gerade schon in den Chat geschrieben, also wer mag, kann gerne im Chat antworten oder auch Mikrofon und Kamera einschalten und sich hier direkt rein live melden. Da sehe ich schon, kommt die Piwi. Ja, also für mich sind es dann irgendwann mal, also
zu viele Plattformen. Und ich merke, ich suche mir dann eine und fokussiere mich dann auf eine. Und das war auch mit der Grund, und weil sich diesmal wirklich extrem um Telegram gedreht hat, habe ich dann auch gar nicht so ein Bedürfnis gehabt, dann in Twitter da nochmal irgendwie das zu kommunizieren. Gleichzeitig fand ich es aber auch schade, weil auf Twitter hätten wir es dann nochmal sichtbarer machen können, was die Wochen jetzt so passiert ist. Aber mir waren es einfach zu viele Plattformen. Ich muss mich dann irgendwann mal fokussieren, sonst drehe ich durch. Da gab es ja gerade im Chat noch den Hinweis, oder die bestärkt eigentlich das, was du sagst, Piwi, da steht, es gab insgesamt so viele verschiedene Tools und Plattformen, da verzettelt man sich leicht. Also das ist so ein Medienvielfalt, so ein Informationsüberflussthema vielleicht. Okay. Aber dazu muss man gleich sagen, wir hatten das bei den Camps vorher auch und da war das offensichtlich kein Problem. Und irgendwas muss jetzt anders geworden sein, denn wir haben nicht mehr Tools gehabt. Ja, wenn du dich zurückerinnerst, wir hatten in 2015 hatten wir so eine Homebase, da war es nämlich das Forum auf Moin. Da würde ich sagen, ist gefühlt auch nicht so viel auf Twitter passiert, weil sich da ganz viel in dem Diskussionsforum getümmelt hat. Dann haben wir die Leute ja quasi 2017, dadurch, dass wir nur im Blog gearbeitet haben und auf Twitter gezwungen in den öffentlichen Raum. Und ich würde sagen, mit Telegram haben wir jetzt sowas Ähnliches wieder geboten, wie Moin war, nämlich so diese eine Anlaufstelle, diese eine Homebase, wo man aufschlagen kann. Ja, das hat man in 2017 nicht. Sigun, du hast dich eingeschaltet. Ja, also ich habe jetzt mit der MooCamp-Session überhaupt erst einmal mit Discuss Verbindung aufgenommen. Ich hatte das vorher nicht. Ich war vorher auch nicht in Twitter drin. Also für mich war das jetzt ganz neu. Und seit etlichen Monaten bin ich auf Xing gar nicht mehr unterwegs. Das bedeutet für mich, ich habe auf Xing tatsächlich nichts gepostet. Ich habe Hashtags ab und zu in Twitter und in LinkedIn rein. Und ich habe für mich auch gemerkt, diese Blogs und Chats, die haben mich zum Beispiel überfordert, weil ich da den Überblick verliere. Also ich bin da relativ neu in dieser Geschichte drin. Für mich war es nicht ganz so einfach. Nichtsdestotrotz habe ich aber habe ich viel mitgenommen und habe es auch verfolgt. Also wenn Karl-Heinz was getwittert hat oder wenn der Simon was getwittert hat oder auch die Piwi, dann habe ich das mitbekommen. Manches Mal habe ich mich hinten dran gehängt, manches Mal habe ich selber was gemacht. Also so, für mich war das ein Lernen erstmal an der Stelle. Also der Oliver hat gerade den Chat gepostet, die Fieberkurve. Da kann man mal sehen, wie viele Tweets pro Tag es denn gab über die Zeit. Ich weiß nicht, Oliver, wenn du dich kurz einschalten magst. Vielleicht hast du sogar noch ein Archiv vom letzten Mal, da könnte man natürlich ein bisschen Archäologie betreiben und die Kurven mal übereinander legen. Hallo, seht ihr mich? Ja. Genau, also ich habe das jetzt bloß ad hoc mal geschwind gemacht, wo ich gehört habe, dass du das, wo ihr das ansprecht. Also ich mir auch auffalle, dass einfach viel weniger los ist. Man sieht da, seit 15.04. habe ich es mit aufgezeichnet, zum Hintergrund laufen lassen, stündlich aktualisiert. Das heißt, das sind schon die echte Zahler mit dem MOOC-Camp. Mit dem CL2025 lasse ich auch immer im Hintergrund was mitlaufen, aber da habe ich jetzt gerade keine Aussage dazu. Ja. Also bei mir ist halt jetzt auch gerade in der Corona-Zeit sind so viele Meetups, dass ich überall ein bisschen dabei bin, aber nie ganz so tief. Und das war diesmal auch so beim MOOC-Camp. Bin ich auch nicht ganz so tief dabei, aber ich schaue, dass ich bei den Sessions, der Live-Sessions mit dabei bin. Ja. Und das macht sich, ich denke, bei vielen halt auch in der Twitter-Ströme bemerkbar, dass sie dann einfach zu viel nebenher haben, Meetups und sonstige Sachen. Ich würde mal vermuten, dass die Spikes in der Grafik, also die 111, die 61, 160, 125, 114 sind wahrscheinlich die Montage jeweils, ne? Wenn die Live-Session am Montag war. Ja, jetzt muss ich gerne mal schauen. Das war dann, das müsste der 3., 4., 5. Was war der 5. Mai für einen Tag? Der 4. Gott, kein Kalender im Blick. Aber hier auf jeden Fall der 111 ist der 20. der Eröffnungstag. Also der 5. ist ein Dienstag, der... Ja, dann kommt es hin mit dem 4. Ja, der 4. ist Montag, genau. Ja, genau. Ja. Also da könnte man im Nachgang tatsächlich auch nochmal schön
rausschauen, weil ja auch Tage dabei sind unter der Woche, wo mehr und weniger sind, quasi welche Wochen-Challenges besonders auf Twitter angeregt haben. Ne? Da kann man vielleicht auch was lernen fürs nächste Mal. Genau, ja. Super, danke dir. Jetzt habe ich den Chat gerade nicht im Blick gehabt. Schauen wir mal. Zu viel digital, genau. Da konnte man leider in dem MOOC, nachdem der online stattfindet, haben wir da weniger andere Möglichkeiten. Weil da ein bisschen weiter oben stand, aber auch in den Lerngruppen gab es diverse Tools. Also das fand ich, wir hatten relativ viele Lerngruppen auf dem Lerngruppenmarktplatz und da werden wir nachher nochmal was dazu sagen. Das wäre natürlich schön, wenn alle Lerngruppen für sich auch nochmal aufbereiten, was sie gemacht haben, wie das funktioniert hat und auch was rausgekommen ist. Und es könnte sein, dass neben Twitter und Telegram sozusagen so ähnlich wie im Studium so eine Gruppe, die sich in der Bibliothek trifft, da nochmal ganz andere Orte in Slack, Messenger, Google Meet, wo auch immer entstanden sind, ne, von denen wir gar nichts wissen, die irgendwie verborgen sind. Vielleicht noch eine ganz kurze, Simon, eine spontane Ergänzung zu dem Thema Tools und Plattformen. Ich kann mich entsinnen, dass in den letzten beiden MOOCs der Aufschrei oder der Ruf nach Orientierung noch viel lauter war. Ich erinnere mich da so an den Stefan Hoffmann, der auch mal fragte, also Orientierung jetzt hier, Plattformen und Discuss und Twitter und so, das ist nicht viel zu viel. Ich glaube, da sind wir schon so ein Stückchen weiter. Also, dass wir da mit den Plattformen, die wir nutzen, vertrauter, sicherer umgehen und so dieses ganz große Fragezeichen bei den meisten Teilnehmern, was passiert hier eigentlich überhaupt oder wo bin ich hier oder was meinen die mit Kurs, dass das mir in diesem Jahr nicht so aufgefallen ist. Mhm. Ist das so dein langer Blick, Jochen? Du hast ja mit Claudia damals zusammen einen der ersten MOOCs in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum gemacht. Warst jetzt auch seit dem CL2.0 mit dabei, CL2025, jetzt dieser. Siehst du da so eine gewisse Evolution? Dinge, die vielleicht früher besser waren, die wir verloren haben auf dem Weg? Neue Dinge, die wir beibehalten sollten? Nichts Großes. Also dieses kleine Fragezeichen, welche Tools nutzt man, welche Plattformen, ist es zu viel, zu wenig, das ist ein Dauerbrenner. Und ich wünsche mir fast, dass er uns so ein bisschen erhalten bleibt, weil er zeigt mir auch so diese Dezentralität an, diese Vielfalt an. Ich weiß gar nicht, ob es so erstrebenswert wäre, auf einer Plattform zu enden und dort alles unter einem Dach zu haben und nicht mehr die Möglichkeit haben, nach links und rechts auszubrechen oder mal so eine aktuelle Plattform einfach mitzunehmen, die gerade en vogue ist. Also ich finde die Freiheit eigentlich ganz charmant und ja, die ist damit verbunden, dass mal eine Gruppe dort stärker vertreten ist, mal eine Plattform links liegen gelassen wird. Ich glaube, das gehört so ein bisschen dazu und das schwingt sich oft in so einem Kurs ein und dann stellen wir am Ende von 4, 6, 8 Wochen fest, okay, da war mehr los, da war weniger los. Ich wünschte mir, es bleibt erhalten. Also bis jetzt bleibt es uns erhalten. Ich finde es eigentlich schön, diese Vielfalt. Wir haben das schöne Handhebe-Feature. Der Volkmar hat die Hand gehoben, deswegen rufe ich dich jetzt auf, Herr Langer. Ja, ist was ja ist dein Klassenraum, ne? Genau. Ja, ich hatte nach der ersten Woche mal von meiner Seite aus so einen kleinen Impuls bei der Abschlusssession gegeben und dort eine Vier-Felder-Retrospektive gemacht. Und ich finde, das spiegelt sich ganz gut in dem wider, was ihr jetzt gerade auch besprochen habt. Ich teile gerade mal meinen Bildschirm, um da noch mal eben einen Blick reinzuwerfen. So, und ich fange jetzt mal tatsächlich mit was an, was ich normalerweise nicht mache, so nach dem Motto, was können wir besser machen. Normalerweise fange ich natürlich mit dem, was war gut an, aber das wollen wir jetzt mal gerade ein bisschen kürzer fassen. Deshalb mal zu den Anregungen hier. Also, ihr seht, da kommt genau das, was ihr vorhin auch reflektiert habt, auch schon nach der ersten Woche vor, nämlich dieses Thema Kanalvielfalt und das ist schwierig und jenes ist schwierig und so weiter. Also eine Reihe von Dingen, wo man sagt, oh, das ist aber jetzt eine Herausforderung. So, und mein Impuls ist dann immer zu sagen, pass auf, wenn das doch eine Herausforderung ist und ein C-MOOC, und das hat der Jochen vorhin ja auch nochmal beschrieben, so ein konnektivistischer MOOC, der eben nicht in einer Plattform abläuft, wie Udacity oder wie sie alle heißen, ist eben gerade die Herausforderung. Und das bedeutet im Endeffekt, ich darf mich mit Dingen vertraut machen, die ich vielleicht noch nicht kannte.
So, und das bedeutet, immer dann, wenn ich einen Widerstand irgendwo habe, dann ist das gleichzeitig auch vielleicht so eine kleine Signalleuchte, so nach dem Motto, warte mal, da ist ein Widerstand, jetzt könnte ich ja was lernen, ich könnte mal was anders machen. Und insofern fand ich das ganz spannend, diese Themen tauchen bei C-MOOCs immer wieder auf. Ja, auf der anderen Seite, so ein Ex-MOOC ist für viele unwahrscheinlich langweilig. Und jetzt gilt es natürlich, irgendwo eine Balance zu finden. Und diese Balance immer genau auszubalancieren, war vielleicht diesmal auch eine besondere Herausforderung, weil, und ihr habt es vorhin auch schon gesagt, wir haben ja auch besondere Zeiten. Wir haben besondere Zeiten mit der Corona-Krise. Es wird wahnsinnig viel online angeboten. Und es ist für viele, ich habe es heute Morgen schon gesagt, die insbesondere Kinder haben, die noch im Schulalter oder Kindergartenalter sind, natürlich auch eine besondere Herausforderung. Und da möchte man sich vielleicht lieber an Dinge heranwagen, die man einfach kennt und die man einfach häufig nutzt. So, das ist so meine Wahrnehmung. Und ansonsten stimme ich Jochen zu. Ich meine, dass diese Vielfalt, die macht es gerade aus und die gibt immer wieder eine Chance zum neuen Lernen. Ja, das ist auch spannend jetzt im Laufe der Woche, dann auch am Freitag werden wir das nochmal thematisieren. Und bei so einem MOOC bündelt man mal die Leute und die Themen in einer Woche. Danach zerfließt das ja auch wieder im Netz. Die einen bloggen, die einen twittern, die einen LinkedInen. Und wir wollen ja auch den Schwung und dieses gemeinsame, vernetzte Lernen mitnehmen. Also deswegen glaube ich auch, sollte man in so einem MOOC nicht Leuten alles vorkauen wie in so einem Kurs und alles ist an einem Ort, um sie dann komplett in das Chaos des Webs wieder zu stürzen. Irgendwie muss ich das so die Balance halten. Genau. Aber die Piwi hat sich gemeldet. Piwi. Ja, ich glaube aber, dass wir, also gibt dir bei allem recht, Volkmar, und ich glaube aber, dass wir die Frage auf mehreren Ebenen beantworten müssen. Also ich stimme euch total zu, dass wir weiterhin feel free, welche Tools ihr nutzt. Ja, so. Und wir sind jetzt schon darauf eingegangen, dass es eben gerade in diesen besonderen Zeiten auch echt zu Overloads kam bei den Leuten, weil es einfach too much war. Also gerade ganz am Anfang, wenn ihr überlegt, also wie viel haben wir ausprobiert an Videos, an etc., also was da alles plötzlich kam, was man lernen musste. Ich glaube aber, dass wir auch die Frage beantworten müssen, wie wollen wir denn die Ergebnisse auch nachhaltig wirklich festhalten und dokumentieren und sichern? Und was wollen wir auch nach außen hin, also die Leute, die jetzt mit der Corporate Learning Community noch nicht so vertraut sind, ne? Also wie schaffen wir bei denen eine Orientierung? Also das ist für die, die schon im Zirkel drin sind, ja, so wie Olli und ich und so, ja, da, ja, wir wissen ja, okay, wir sind alle ein bisschen chaotisch und da muss man halt da mal gucken und muss da wirklich auch autark unterwegs sein und muss auch wirklich auch lernaffin sein. Aber die, die von außen jetzt drauf gucken, für die kann das schon mal ein bisschen irritierend sein. So, und die wissen gar nicht, wo wir überall unterwegs sind. Und deswegen ist so die Idee, ich weiß überhaupt nicht, ob das geht, weil ich bin ja die Letzte, die hier technisch irgendwie eine Ahnung hat, aber wenn wir irgendwie so eine Metaebene schaffen würden, also von dieser Metaebene ausgehen, also wo ich dann sage, okay, ich kriege das irgendwie alles gezogen und habe so eine Meta-Plattform, auf der die Leute wieder so eine Orientierung kriegen, wo kann ich denn überhaupt suchen? Also entweder vielleicht im Nachgang auch mal eine Liste zumindest irgendwie zu generieren. Olli, du bist so irgendwie immer so perfekt in sowas zu generieren. Wo gibt es denn überhaupt überall einen Output, den ich mir ja mal ansehen kann? Ja, also das fände ich nur spannend. Also wie gesagt, ich würde das nach innen gerichtet beantworten, aber auch nach außen gerichtet beantworten. Das ist gerade im Chat mal gefragt. Du hast ja gesagt, Leute, die neu dabei sind, wie finden die sich zurecht? Ob da jemand mal auf die Bühne kommen will? Da hat die Hanna sich gemeldet und ein Login Baumann Renner und die Barbara. Vielleicht erzählt ihr mal kurz aus eurer Perspektive. Dann würde ich mal den Anfang machen. Hanna hier. Ich bin zum ersten Mal dabei und entgegen dem gerade etwas, habe ich so das Gefühl, so diesem Verlust vielleicht im Vergleich zum letzten Mal, wo ich ja gar nicht dabei war, würde ich nur noch mal sagen, dass ich total viel mitgenommen habe und das auch total super fand. Ich hatte das eben schon geschrieben, ich war in einer Lerngruppe dabei, die sich in Slack organisiert hat und da gab es schon eigene Untergruppen nochmal. Das heißt, ich war da auch echt gut beschäftigt, da überhaupt den Überblick zu behalten, plus die offiziellen MOOC-Sessions, sage ich mal, und dann halt eben noch Homeoffice und Kinderbetreuung. Mhm. Und deswegen bin ich total glücklich, dass ich überhaupt was mitnehme, also dass ich so am Ball bleiben konnte. Und mir hat das total geholfen. In der ersten Woche habt ihr ja auch gesagt, so man wird eh nicht den Überblick behalten, nehmt einfach, also konzentriert euch auf das, was
was euch irgendwie anspricht oder was euch anspringt auch, also welche Plattform, womit ihr euch irgendwie wohlfühlt. Und das war dann so. Und deswegen habe ich das jetzt auch gar nicht irgendwie so als Verlust empfunden. Ich habe ja auch nicht den Vergleich jetzt zu irgendwelchen Twitter-Regenstürmen an Beiträgen vielleicht vor ein paar Jahren, sondern habe das als total Gewinn und ja, coole Beiträge irgendwie mitnehmen können. Das wollte ich nochmal sagen. Und deswegen würde ich da auch Pivi total zustimmen, dass das so ein bisschen die Frage ist. Für mich intern als erstmals dabei gewesen zu sein, war das total super. Aber was ist vielleicht der Schmerz gerade mithin der Sichtbarkeit nach außen? Und daraufhin dann auch nochmal zu sagen, okay, wenn das nächste Mal das wieder sichtbarer nach außen sein soll, dann was muss man denn dafür tun? Aber für mich hat das total gut funktioniert. Sehr schön. Ich glaube, das sind zwei Themen, werden es heute früh auch schon diskutiert, die man vielleicht auch getrennt irgendwie anschauen muss. Ja. Ne? Weil die sozusagen das eine ist, was brauchen die Lerner, um sich zurechtzufinden, die Lernerinnen, damit das funktioniert. Ne? Und in der Schule ein Lehrer macht sich auch erstmal nicht Gedanken, wie wirkt jetzt das, was in der Klasse passiert, nach außen. Im Digitalen ist das natürlich viel einfacher, das Außen und Innen miteinander zu vermischen, aber natürlich mit Vor- und Nachteilen jeweils verbunden. Und es gab sehr viel Hilfe in der Slack-Gruppe untereinander. Also, ja. Das war ja, sehr schön. Sehr gut. Dann sehe ich die Barbara unten. Ja, also ich kann das ähnlich sagen wie Hanna. Ich habe jetzt viel für mich ausprobiert. Ich habe viel gelernt. Ich finde nicht, dass ich immer alles machen muss, was angeboten wird. Für mich war das Telegram neu. Da bin ich jetzt dabei. Das finde ich hilfreich. Die MooCamp-Seite finde ich super und das sind für mich so die Punkte, so auch die Referenzpunkte. Ich sehe, dass das natürlich dann auch wieder nach außen gehen soll, deswegen habe ich mir 2-3 Mal feste vorgenommen, das habe ich dann auch getan, auf Twitter so einen Tweet zu posten. Das ist überhaupt nicht mein Medium, aber das sehe ich sozusagen als meinen Beitrag, das dann auch ein bisschen weiterzubringen und ansonsten mehr auch darüber zu reden. Also für mich ist das super, es ist hilfreich. Genau, mir fehlt genau wie Hanna natürlich der Vergleich. Wer für wen wie bei mir Fokussierung eher schwierig ist, ist es schon eine richtige Aufgabe. Aber dafür ist es ja auch da, das an sich selber auch auszuprobieren. Genau, also das ist eigentlich das Schöne an der Vielfalt. Jeder kann so seinen Stil finden. Ne? Wenn ich mich so an Schule und Studium zurückerinnere, da gab es Leute, die sofort, gleich wenn das Semester losging, Lerngruppen gebildet haben, um gemeinsam zu lernen, weil sie es gar nicht konnten. Die anderen saßen erstmal zu Hause, haben ein Buch studiert. Also ich glaube, da wird es nicht den einen Weg geben, der für alle genau der richtige ist, sondern jeder muss seinen Style da finden auch. Jetzt hatten wir vorhin noch jemand. Moment, wie war der? Baumann Renner war der Login? Der, die... Herr Frau Baumann-Renner ist noch da? Ja. Also, da bin ich. Ich habe gemerkt, da ist nur, sind meine zwei Nachnamen vermerkt und nicht mein Vorname. Ich bin schon. Okay. Ja. Grüß dich. Okay. Also, grüß dich. Es war für mich wirklich ein Lehrerlebnis und zwar deshalb, weil ich bin eigentlich nicht so digital gewesen zuvor, aber seit dem 19. März, als ich dieses Barcamp mitgemacht habe, habe ich so richtig Lust gekriegt, weiter digital unterwegs zu sein und die Vielfalt, ja, die war wirklich groß, hat mich aber eher motiviert, denn demotiviert, weil ich habe gedacht, jetzt kann ich wirklich ein Maximum von Tools noch ausprobieren und lernen. Und was etwas gelitten hat, aber das kann ich natürlich im Nachhinein noch nachholen, ich habe dafür weniger an den Inhalten wirklich selbst gearbeitet, dass ich möchte eigentlich noch mehr über digitales Lernen und so weiter sehen und hören. Also das kann ich aber im Nachfeld noch tun. Mhm. Das war spannend. Danke vielmals. Gerne. Gerne. Das ist vielleicht auch eine ganz witzige Beobachtung, weil ich das manchmal auch bei Barcamps merke oder auch bei Veranstaltungen, Konferenzen, wo viel aufgezeichnet wird, wo man die synchrone Zeit eher nutzt, um sich untereinander auszutauschen, geht vielleicht gar nicht in eine Session rein, weil man sagt, Session kann ich mir auch hinterher anschauen. Okay. Olli, du hast gerade Luft geholt? Nee, schau mir an die Kamera. Ich dachte, du wolltest gerade was sagen. Du sahst so aus, als ob du reinspringen magst. Britta? Ja, für mich war es auch das erste Mal. Ich war in vielen Punkten doch sehr überfordert, wusste nicht, wo ich gucken sollte, wusste nicht, was ich machen sollte. Habe auch vieles, glaube ich, noch nicht verstanden, weil ich das erste Mal mich auch so in diese digitalen Dinge reinarbeite. Selbst in dem Bereich auch berufstätig bin und durch Präsenzseminare, die gerade ausfallen, auch nach anderen Möglichkeiten suche. Eine Erfahrung war immer wieder das Rausfliegen, so wie gerade eben auch, und dann wieder reinzukommen, die technischen Begrenztheiten.
woran auch immer das liegen mag. Aber was ich ganz, ganz toll finde hier dran, einfach Menschen zusammenzufügen, Menschen zusammenzubringen, die sonst überhaupt nicht zusammenkommen würden. Und wir haben eine ganz, ganz tolle Lerngruppe und wir haben auch gesagt, wir werden darüber hinaus uns gegenseitig unterstützen. Und da habt ihr natürlich was ganz Tolles zusammengefügt, gerade in dieser Corona-Zeit. Und das finde ich einfach großartig. Vielen Dank dafür. Gerne, das ist super und das soll auch genauso sein und bleiben. Deswegen wollen wir im Laufe der Woche auch alle Lerngruppen nochmal aufrufen, vielleicht sichtbar zu werden, auch mit ihren Learnings, was sich bewährt hat in der Organisation von so Lerngruppen, weil wir das ja immer auch ein bisschen beschreiben, wie das geht. Aber da können wir sicher für den nächsten MOOC, der bestimmt auch kommen wird, auch noch einiges dazulernen. Ja, jetzt schaue ich mal in den Chat. Da kommt sehr viel Zustimmung zu dem, was gesagt ist. Ich weiß nicht, Karl-Heinz, Charlotte, Jochen, Volkmar, habt ihr noch Punkte? Also im Chat ist mehrmals angemerkt worden, schon ein bisschen früher, dass die Zeit auch wirklich sehr belastend war durch viele Aufträge, durch viele Umstellungen und so und man ohnehin schon viel online war und dass das auch ein Grund war, dass man sich nicht so aktiv hier gezeigt hat. Ja, glaube ich auch. Und einige haben aber das Gegenteil gesagt, ja, klasse, wie wir eben auch hörten, gerade in der Corona-Zeit war es genau richtig. Also von daher, ja, den Zeitpunkt hätten wir auch nicht besser wählen können. Also für einige passt es nicht so, kann man nie vorhersagen. Das stimmt. Also das ist so ein bisschen eine Erfahrung, die ich gemacht habe. In den letzten MOOCs war es bei mir so, dass dadurch, dass man, ich hatte so feste Tage in der Woche, wo ich irgendwo war und dann war halt immer der Montag und der Freitagnachmittag war dann der MOOC-Tag sozusagen. Da war man halt komplett auf diesen MOOC fokussiert. Ne? Und jetzt in der Corona-Zeit ist irgendwie die Zeit viel kleinteiliger geworden. Also man hat dann teilweise Termine gehabt, die haben bis an 12:40 Uhr an den MOOC rangereicht. Teilweise ging es um 14 Uhr, wenn man Glück hatte, 14.05 Uhr weiter mit was anderem. Und ich hatte persönlich viel mehr das Gefühl, so gehetzt zu sein und von Termin zu springen im virtuellen Raum, ne, wo der physische Raum, dadurch, dass man erstmal irgendwo hinreisen muss, sozusagen nicht so schnell ist wie der digitale, wo alles nur ein Klick auseinander ist. Also das wäre für mich so ein Learning da, das nächste Mal wirklich Zeiten vor und nachher auch zu reservieren, so ähnlich wie man das halt im physischen auch oder in der Zeit vor Corona auch gemacht hätte. Es kam von Hanna jetzt noch und vorhin habe ich es auch schon mal gesehen, dieser Hinweis auf MS Teams. Folgt mal, ich glaube, bei euch waren das in den Karten, stand auch sowas drin, wie muss es denn MS Teams sein? Da kommt man vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen. Es war ja so, dass wir ursprünglich mit Zoom geplant hatten und dann dadurch, dass Zoom so einen riesen Haufen von Sicherheitsproblemen hatte, halt ganz viele Firmen das nicht mehr nutzen durften, wir dann sozusagen zu Teams rübergewechselt sind, eigentlich aber von Teams ja gar nicht den vollen Funktionsumfang genutzt haben, also den ganzen Chat, was man dort auch machen könnte, was wir jetzt auf Telegram gemacht haben und so, das haben wir gar nicht genutzt. Wir haben nur die Videokonferenzen genutzt, ihr seid da anonym rein, manche konnten nicht in den Chat reinkommen. Da könnten wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen, was da eure Erfahrungen sind jetzt damit. Was nicht, entweder aus dem Kreis derer, die jetzt ihr Video anhaben oder gerne auch jemand Neues, wenn es da neue Erfahrungen gibt. Wenn alle schweigen, dann... Also ich weiß... Ja. Ich war das erste Mal in Teams drin. Ich musste mir das separat runterladen, weil das nicht unterstützt wird, momentan von der Firma her. Für mich hat es gut funktioniert. Also für mich war das auch was, wo ich mit den Kollegen dann gesprochen habe und gesagt habe, Mensch, das wäre eine gute Variante für uns, weil wir in der Arbeit mit Skype arbeiten, das nicht ganz für mich nicht ganz so gut ist. Also ich glaube, man muss wirklich probieren, was es ist. Aber ich möchte schon auch ein Stück weit warnen davor. Natürlich hat jeder so sein Favorite und jeder sagt, Mensch, das ist das Beste, das ist das Beste. Wir müssen uns halt ein Stück weit auch nach der Decke strecken. Also was ist wo überhaupt gängig? Was kann man in den Unternehmenskontexten überhaupt anbieten? Und ja, da wird es immer wieder unterschiedliche Sachen geben. Also ich weiß jetzt, wir können es momentan noch nicht nutzen, weil wir noch die falsche, in Anführungszeichen, falsche Version von Windows haben. Ja? Und sobald die dann kommt, ist Teams halt auch mit da. Aber das sind halt so Sachen, ja, da hat manches Mal auch nicht selber einen Einfluss drauf. Mhm. Ne? Also. Ja.
Ich glaube, es ist auch unbestritten, also jeder, der in Zoom-Sessions war, schon mal die Video-Performance von Zoom ist einfach mindestens eine Größenordnung noch besser als Teams. Vor allen Dingen auch diese 5x5-Matrix. Man sieht viel mehr Leute. Ne? Es hat mehr das Gefühl von, man ist in einem Raum. Umgekehrt, wenn Zoom eben wegen den Problematiken aus der Liste der Kandidaten rausfällt, fällt mir jetzt auch kein zweites Tool wie Zoom ein, was ähnlich flüssig funktioniert. Ne? Also das wäre auch spannend, wenn da jemand Ideen oder Gedanken hat. Die Margarete ist gerade auf die Bühne, vielleicht weißt du, was cool ist. Was cool ist, weiß ich nicht, aber ich fand das, was ich ausgesprochen spannend finde, ist, dass ich mit euch Teams als sehr angenehm empfinde, als sehr gut funktionieren. Ich habe selber versucht, Teams für meine Webinare zu nutzen und bei der ersten Test-Session war ich völlig unzufrieden, weil sämtliche Features nicht funktioniert haben, die ich haben wollte. Das finde ich ziemlich spannend. Und was für mich wird dieses MOOC insofern extrem spannend. Wir waren ja alle gezwungen, uns mit den digitalen Tools auseinanderzusetzen. Und ich fühle mich jetzt irgendwie mit 3 bis 5 Videokonferenz-Tools so sicher, dass ich aus dem Stand von dem einen ins andere springen kann, dass ich jetzt auch weiß, was ich an dem einen Tool mag, was ich an dem anderen nicht mag. Und Teams hat mich viel, viel graue Haare gekostet. Aber ich glaube, wie ist das? Nicht nur Widerstand macht, glaube ich, Lernen, sondern graue Haare macht auch Lernen, ne? Also insofern fand ich das gut mit dem Teams. Ich sage immer zu meiner Tochter, es gewinnt der im Leben, der einmal öfter aufsteht, als er hinfällt. Das mag sie immer nicht hören, aber so ist es bei Videokonferenz-Tools auch. Simon, darf ich eine spontane Frage kurz dazwischen rufen? Natürlich. Vielleicht mal so eine Bitte um eine Einschätzung von dir. Wir reden jetzt zwar immer über Teams, du hast es angedeutet, also wir reden ja nur über 1% von Teams. Könntest du dir im Rahmen von eines MOOCs noch mehr Teams-Nutzung vorstellen oder kommen wir dann wieder an diese Grenze, eine Plattform und also Zentralität versus Dezentralität? Also ich bin ja gerade ein bisschen dabei in der Woche von der L&D Pro, was ist das, Karl-Heinz, 15. Juni oder so irgendwie, da werde ich so einen kleinen Vortrag halten mit der Hypothese, dass wenn Arbeiten und Lernen verschmilzt, auch die Arbeits- und Lerntools verschmelzen werden. Und sowas wie Teams natürlich ein Kandidat ist, ein virtuelles Klassenzimmer darzustellen. Und da reicht natürlich nicht nur die Videokonferenz, sondern da muss ich gemeinsam an Inhalten arbeiten. Ich muss Dateien ablegen. Ich habe vielleicht so ein OneNote, wo Schüler ihre Hausaufgaben in Anführungszeichen einreichen können. Ich habe die Videos in Stream. Ich habe kleine E-Learning-Einheiten in Sway. Also da hat man ein riesengroßes Ökosystem dahinter, was man noch nutzen könnte, was ja auch, das sind jetzt ja keine Microsoft-Werbeveranstaltung, was viele andere Tools auch können. Aber was Microsoft so als Entwicklungsstrategie hat, sehr viel in Schulen auszuprobieren, das in Hochschulen zu geben und irgendwann kommt es dann eben auch mal in den Ring mit den Unternehmen. Und ich denke, da könnte man natürlich so ein MOOC noch ganz anders umsetzen, wenn alle Teilnehmer sozusagen in dem einen Tenant, also als Nutzer in dem Teams wären. Weil das ist Voraussetzung dafür, dass ich eben auf sowas wie OneNote und Dateien zugreifen kann, den Chat sinnvoll nutzen kann. Da gibt es ja mit dem Magnus Rohde, ich weiß nicht, ob er hier jetzt gerade dabei ist, aber die machen ja das Team Sparcamp, wo sie extra alle Leute sich anmelden lassen vorher über eine Eventbrite-Seite und dann als Gast in den Vinci Energies Tenant einladen. Dann habe ich dann vollwertigen Nutzer. Uns hat halt dadurch, dass wir die Entscheidung von Zoom zu Teams mehr oder weniger 2 Wochen oder 10 Tage vor Start getroffen haben, ein bisschen davor gegraut, irgendwie knapp 1000 Leute in den Tenant bei uns einzuladen, was auch rechtlich gar nicht so einfach ist, weil pro Nutzer, den man hat, nur 5 Gäste zulässig sind. Eigentlich, es wird nicht enforced, aber eigentlich ist das so. Und umgekehrt natürlich auch dieses, im Lauf der Zeit schreiben sich noch neue Leute ein. Da hätte man fast schon so eine Sekretariatsstelle gebraucht, um einfach User-Management nachzupflegen. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Wenn man jetzt eine Uni ist oder so, wo alle halt im gleichen Education-Tenant sind oder man macht einen MOOC in einer Firma, go for it. Also finde ich auf jeden Fall eine super Plattform. Okay. Ich habe jetzt Sabine hatte sich gemeldet und die Nicole hatte sich noch eingeschaltet. Weiß nicht, ob jemand da noch einspringen wollte.
Sabine, ja, komm. Ich wollte gerne noch mal was zu Teams sagen. Also wir haben ja in der Lerngruppe das tatsächlich auch aufgenommen, ob man Arbeiten und Lernen zusammenpacken kann. Also so ein Showroom für, wie mache ich Coachings, Trainings und Workshops in Teams. Und meiner Meinung nach hat das totales Potenzial. Also ich sehe es ganz genauso. Arbeitsraum und Lernraum werden verschmelzen. Da gibt es sicher noch vieles zu lernen. Wir haben auch ein paar mehr graue Haare bekommen, aber grundsätzlich, glaube ich, geht es genau dahin. Was ich aber eigentlich jetzt sagen wollte zum Thema Teams, was ich faszinierend finde und auch irgendwie schwierig, ich bin ja nicht so ein totaler agilitätshysterischer Fan, bin ja immer mit allem etwas kritisch, aber was man sieht, was in 6 Wochen eine Microsoft an Veränderungen auf den Weg bringt, also die Handhebefunktion. Jetzt haben wir auf einmal 9 Leute, vorher waren es 4. Dann haben sie jetzt gerade gesagt, irgendwie habe ich gelesen, bis zu 10.000 Leute. Also dieser Segen und der Fluch von agiler Softwareentwicklung finde ich schon unglaublich, das wahrzunehmen, dass das so ist. Es funktioniert und andererseits auch eigentlich nicht zu wissen, ob es morgen schon ist mit der Handhebefunktion oder ob es jeder hat. Also das ist für mich der Fluch, dass man eigentlich fast als nicht so technikaffiner war, nicht genau weiß, was in einer Woche ist. Also das macht dann die Unsicherheit im Kompetenzerwerb nochmal schwieriger. Aber ja, also ich finde, das fand ich faszinierend, sich da mal voll reinzuwerfen. Deswegen war es für mich toll, dass ihr Teams gemacht habt, weil da war ich auch ein bisschen gezwungen, auch da dran zu bleiben. Man nennt das ja in der Softwareentwicklung den Evergreen Approach. Also die Software bleibt immer frisch, dadurch, dass man ein Update bekommt. Ich glaube, im Privaten ist das jeder gewohnt. WhatsApp datet sich ein paar Mal die Woche vielleicht ab. Ich denke, im Geschäftlichen werden wir uns da auch dran gewöhnen müssen. Sowas wie 3x3 Videomatrix oder man kann die Hand heben. Zum Start des MOOCAMPs hat man es nicht. Jetzt am Ende haben wir es. Das heißt, man kann nicht mal für so eine kurze 6-wöchige Veranstaltung von der statischen Infrastruktur ausgehen. Klar. Und konntet ihr jetzt meine Hand wieder runternehmen? Weil das war vor ein paar Tagen noch nicht möglich. Genau. Konnte ich. Also da musste ich sie immer noch. Aha, okay. Ja. Genau. Oh, danke. Cool. So, ja. Markus hat noch geschrieben, behaltet bitte das offen bei. Ich hoffe, wir waren offen genug. Da würde ich fast den Blick noch mal ein bisschen jetzt in die Woche lenken, oder? Wenn ich noch. Jemand was hat? Da teile ich nämlich dann nochmal meinen Bildschirm. Ups. Wo ist die Maus? Hier ist die Maus. So. Ich hoffe, ihr seht wieder. Also wir haben genauso wie in den Wochen davor quasi auch eine Seite gemacht zur Abschlusswoche. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Es geht uns darum, dass wir die Woche jetzt einfach nochmal nutzen, um zu reflektieren. Piwi hat es vorhin gesagt in ihrem Statement, sozusagen das Ergebnis zu sichern, also auch drauf zu schauen, was haben wir gelernt, müssen wir was aufschreiben, was muss in unsere Handlungen einfließen. Und da wollen wir einfach alle Akteure und Akteurinnen, die jetzt aktiv waren in dem MOOCAMP, dazu aufrufen in der Woche. Die Idee ist, wir haben es in den Aufgaben der Woche beschrieben, für euch alle erstmal, das ist der Punkt 1, dass ihr einfach nochmal zurückgeht in die Auftaktwoche. Und wenn ihr das aufgeschrieben habt in dem Lernzielblock, da war ja die Aufgabe, im Lernzielblock mal aufzuschreiben, was ihr euch denn für ein Ziel steckt in dem MOOCAMP, da mal euer Ziel rauszusuchen. Wenn ihr euch das bei euch irgendwo anders aufgeschrieben habt, da rein zu schauen. Und dann hat der Jochen freundlicherweise eine Blogparade vorbereitet, also einen Blog. Wir sammeln alles erstmal als Ergebnis in einem Blog. Und das da reinzuschreiben. Vielleicht magst du, Jochen, kurz was erzählen zu dem Aufbau von dem Blog, der hier verlinkt ist. Ja, schließt sich genau an das, danke Simon, an was du gerade erzählt hast. Also nochmal den Punkt, die Lernzielformulierung aufzunehmen und den Kreis zu schließen. Hier sind so 3 Bullet Points, an denen ihr euch orientieren könnt, formuliert. Kann aber auch ganz anders sein. Vielleicht ganz spontan, wenn ihr Lust habt, da einfach nochmal jetzt nach ein paar Tagen zusammenzufassen, wie es mit euren Lernzielen steht und wie es denen erging. Auch noch ganz kurz den Hinweis, wie ihr zu dem MOOC gekommen seid. Also das fand ich jetzt gerade in den Wortbeiträgen in der letzten Minuten noch ganz spannend. Wir wissen manchmal durch eine Umfrage, aber manchmal gar nicht, woher die Teilnehmer eigentlich kommen. Also es gibt so eine krasse Herde, habt ihr ja auch schon erlebt, und einige, die ziehen so von uns, mit uns von MOOC zu MOOC, aber viele andere kommen irgendwie rein in diese Runde und in diesen Corona-Zeiten wahrscheinlich noch auf viel vielfältigeren Wegen, die wir gar nicht auf dem Radar haben. Also da werde ich vielleicht im Anschluss nochmal so eine Zeile formulieren, auch in diesem Blogpost, dass ihr auch nochmal kurz auffasst, woher kommt ihr eigentlich, woher habt ihr den von dem MOOC gehört? Ansonsten bitte schließt einfach den Kreis. Das sind
kleine Hilfen, aber macht es auch ganz formlos, nochmal den Punkt aufzunehmen, den ihr vor 4 Wochen euch gesetzt habt und da zu schauen, wie die 4 Wochen für euch verlaufen sind. Genau. Und ihr könnt, da sieht man, die Barbara hat schon reingeschrieben, ja, cool. Entweder wie bei einer Blogparade üblich, einfach unten in die Kommentare direkt reinschreiben, wenn ihr einen eigenen Blog habt oder einen LinkedIn-Medium-Artikel schreiben wollt. Ne? Wir denken an Karl-Heinz, die Außenwirksamkeit, wenn ihr denn die Zusammenfassung auf LinkedIn schreibt oder auf Medium oder wo auch immer in eurem Blog, könnt ihr das natürlich auch gern machen und dann hier in die Kommentare einfach nur den Link zu dem Blog oder den Artikel reinpacken. Ich sehe im Chat, ist der Link in der Abschlusswoche noch nicht aktiv. Bei mir ist er klickbar. Ich weiß nicht, hat da noch jemand Schwierigkeiten? Müsst beim Nachgang sonst nochmal schauen. Genau, also das wäre das eine. Das gilt einfach für alle, die dabei waren. Dann, wie ich vorhin gesagt habe, auch nochmal für Session-Owner. Es gab ja diese Barcamp, diese Freitags-Sessions, wo wir in der Stunde nach der Live-Videokonferenz die Möglichkeit geboten haben, dass da Sessions stattfinden. Da haben wir bisher jetzt im Verlauf des MOOCs eigentlich noch gar nicht drauf abgezielt. Ich muss auch gestehen, ich habe von den anderen Sessions, wo ich nicht dabei war, auch noch gar nicht so viel gesehen und gehört. Wenn da natürlich in Bezug auf unser Thema Lernräume gestalten, spannende Erkenntnisse rausgekommen sind, wäre das schön, wenn ihr die zumindest in den Kommentaren verlinken würdet. Vielleicht habt ihr ein Pad geschrieben oder es gibt irgendwo ein Dokument oder ihr habt schon was dazu geblockt. Wir haben ja vorhin gehört, das zerfließt oft so im digitalen Netz und man hat es vielleicht gar nicht mitgekriegt. Packt das auch gern in die Kommentare, dass die hier, wo in diesem Blog steht, ist immer der gleiche Blog vom Jochen verlinkt, dass wir sozusagen die Kommentare dieses Blogs als so einen richtigen Sammler haben, wo man dann in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal drüber gehen kann und die Edelsteine und die Schätzchen raussuchen kann. Das gleiche der Punkt 3 für die Lerngruppen. Gab es ja auch eine ganze Menge. Das letzte Mal, als ich gezählt habe, so Mitte 20 Stück. Auch da, falls ihr jetzt die Woche nochmal ein Lerngruppentreffen habt oder Sachen erarbeitet habt schon, die schon irgendwo stehen, auf die man linken oder verweisen kann oder die man kurz beschreiben kann, auch kurz einfach in den Blog reinschreiben und oder verlinken. Und als letztes natürlich, das werden wir auch nochmal antriggern über die Wochenpaten. Auch spannend, was haben denn die 4 Unternehmen, die ja erstmal eher so beigetragen haben, was eingesteuert haben, was ziehen die mit raus aus diesem MOOC, was haben die gelernt? Wie hat sich vielleicht das, was wir als Community ihnen an Feedback gegeben haben, wie hat das ihre Ansätze nochmal verändert? Was konnten sie mitnehmen? Das finde ich auch immer spannend, wenn man jemand so fragt, was war so das eine große Ding, was du aus irgendwas rausgezogen hast? Meist, wenn ich auf eine Konferenz gehe oder auf ein Barcamp oder auf so ein MOOC mitgemacht habe, ich tue mir relativ leicht, so die 1, 2 großen Sachen, die ich mitnehme, zu beschreiben. Und das fände ich für die Firmen auch nochmal spannend. Also da, wie gesagt, sonst die Woche kein Programm. Das heißt, ihr habt viel Zeit, das zu machen, zu ergänzen. Wir haben dann am Freitag quasi 13 bis 14 Uhr wieder die Live-Session, wo wir das zusammentragen wollen. Jochen und ich werden uns Donnerstagnachmittag nochmal kurz schließen, das aus unserer Perspektive ein bisschen zusammenfassen, was hoffentlich in den vielen, vielen Kommentaren bis dahin passiert ist. Und wir werden natürlich auch am Freitag ein bisschen drüber sprechen, wie geht es denn jetzt weiter? Was ist mit den folgenden Camps? Wie kann man sich den regionalen Lerngruppen anschließen? Wie kann man neue Lerngruppen gründen? Wenn ihr sagt, auf der Landkarte der regionalen CLC-Communities, da ist noch eine weiße Fläche, ich würde gerne eine Gruppe starten, dann kann das natürlich gerne passieren im Nachgang. Ja, soviel zur Planung der Woche. Haben wir sogar ein bisschen Zeit gut gemacht. Viertelstündchen haben wir noch. Hat denn jemand noch was Interessantes für heute, was er teilen möchte? Oder Fragen auch zu dem Ablauf? Ja, dann würde ich sagen, wenn es sonst nichts mehr gibt, dann sind wir gespannt. Geht in euch, reflektiert, schreibt die wichtigsten Sachen auf. Was sind eure 1, 2 Dinge, die ihr rauszieht? Geht auch nochmal in eure Lerngruppen und dann freue ich mich, im Laufe der Woche die Kommentare reinprasseln zu sehen und dann am Freitag um 13 Uhr leider zur finalen Abschlusssession dann schon, da endet dann das MOOC-Camp. Außer natürlich die Barcamps, die dann noch folgen. Also im Lernen ist man nie zu Ende, im lebenslangen Lernen. Dann bis Freitag. Schönen Tag euch noch. Alles klar. Dankeschön. Bis dann. Ciao, ciao. Danke. Tschüss. Tschüss.